Yo Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Golden Nuzlocke Challenge. In diesem Part wollen wir uns der 7. Arena von Mahagonia City stellen. Ohne große Umschweige in die ersten Kämpfe hinein. Denn nun gut, es ist wieder mal Arena-Time. Ja, das täuscht uns. Wir haben jetzt die letzten drei Arenen relativ schnell gemacht, aber es kommt schon noch, also wir sind noch nicht am Ende, es kommt schon noch ein gewisser Plot dazwischen. Jetzt kommt ein Jugend auf Level fucking 28 und diese Arena ist halt schon nicht ganz so chillig, weil das sind halt Wasser-Eis-Monster. Das ist so nicht unbedingt so das Metier ging, dass wir so die übermäßig guten Antworten haben. Also so ist es nicht unbedingt. Heuler ist es wiederum relativ chillig. Auch die Verbrennung kommt uns ein bisschen zugute. Also wir können sie einfach ein bisschen auf Zeit spielen. Auch mal kurz auf den Schaufleck gehen, dann sparen wir uns für eine Runde. Zumindest kriegt es eine Runde mehr Burn-Damage. Oh, das hat Erholung, das ist uncool. Das ist super uncool. Ich nehme an, das wird keinen Schaden machen. Richtig erkannt. Okay, müssen wir versuchen, das irgendwie mit Flammenrad wegzuboxen. Aber das wird dann schon eklig, wenn das sowas drauf hat. Wenn es dann nochmal Erholung 1 ist, dann ändern wir die Strategie, aber jetzt versuch's doch mal kurz mit Flammenrad hier. Oh, scheiße. Kopfnuss, sehr gut. Damit kann ich leben jetzt so spontan. Besser als ein Surfer. Och nee, jetzt komm. Jetzt langweil hier doch nicht rum mit deiner scheiß Erholung. Das ist doch unfassbar eklig, sowas zu spielen. Direkt keine Lust mehr auf den Typen. Auf die Typin hier. Also die ganze Arena ist weit geht, dann drehe ich am Rad. Donnerschlag. Komm, Two-Hit, bitte, bitte, bitte. Yes. Wie gesagt, Level Cap ist für die Arena ausgesetzt, hätte man es verdient. Ich habe erfahren, dass man die zuerst hätte machen können, aber ja. Hätte Fahrradkette, ist jetzt nun mal nicht so. Habe ich nicht gewusst, sonst hätte ich das vielleicht schon so rum gemacht. Und ich hätte einfach gesagt, das Spiel verkackt, aber mal gucken. Weiß nicht, wie ich das gemacht hätte im Endeffekt. Wichtig ist nur, dass wir jetzt hier keinen Level Cap haben. Next Level Cap ist 40, wie gesagt, für Sandra. Und das wird auch ganz schön. Also, auch 40 sind durchaus. Sag mal, was wollte ich mit eurer Wassereisarena im Leben? Das hier ist keine. Das ist keine Wasserarena, das ist eine. Was die hier haben, das ist einfach Unfug nur. Derpy versuchen wir es halt, aber ich weiß nicht genau, ist Derpy auch wieder. Wie viel Schaden macht das? Ist halt die Frage, ja, Heuler kannst du behalten, das bringt überhaupt nichts. Bling-Lidedim. Konfusion. Das macht gar keinen Schaden, das ist ein Vorhit, das kann nicht dein Ernst sein. Und ein Crit. Richtig episch ein Crit. So, die Flinch, das kommt ja auch noch um die Ecke geschissen. Ja, läuft. Mit Ansage. Also Crit und Flinch fängt schon wieder optimal an die Arena. Direkt schon wieder ist mein Blut schon wieder so langsam erreicht Siedetemperatur, würde ich sagen. Ah, aber Confusion, okay. Das ist ein bisschen, da kommt wieder die Coolness raus dann. Keine Sonne, Selbstverletzung, das bringt mir das überhaupt nichts. Nein, Kopfnuss wahrscheinlich mit Crit und Flinch auf einmal. Ah, Flinch, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Willst du mich verarschen, das ist eine fucking 30%ige Chance. Ich glaube, der Verwirrung, die hat 50, danke. Ich raste gleich aus, so. Ich keine Sorge, wenn ich deswegen schon ausrasten würde, dann. Wäre es ein ziemlich kurzer LP wahrscheinlich. Yugong. Puh. So nicht so wirklich, oder? Macht denn 12? Mit Roll.
Weiß ich, auf jeden Fall sollte ich jetzt nur noch 8 machen, weil wir jetzt uns Verteidigung gesteigert haben. Wunderbar. Aber das mit Jugend ist echt problematisch. Das ist nicht cool. Ganz vergessen, Alter. Robin, du willst auch eine Eisattacke tanken, das weiß ich, von daher. Jetzt kommt die Eisattacke. Ich weiß ja nicht mehr, ob das eine Eisattacke drauf hat, von daher. Jetzt erstmal Konfusstrahl, erstmal ein bisschen eklig spielen. Blimselt der Arenaleiter auf jeden Fall Eissturm drauf, und zwar jedes Mal wahrscheinlich. Das heißt, da kann ich schon mal 2 Teammitglieder quasi weg, also 3 quasi vergessen. Aurora-Strahl, verdammt, wie viel macht das? Viel zu viel, um eine weitere Attacke zu riskieren, Alter. Diese Arena, die wird hart, weil wir nichts haben im Team gescheit dagegen. Also gegen das Keifel vom Leiter, da habe ich schon nicht mehr verwirrt. Ja, auf jeden Fall. Eine Runde Verwirrung, das war's dann. Mehr braucht es ja nicht, für was auch. So, Fullpara bitte. Also das ist keine Fullpara, das ist nur so ein bisschen, ja, wir... Ich sage jetzt mal, wir geben dir was Gutes, im Endeffekt kriegst du nichts. Oh, Donnerschlag, ich werde hier direkt direkt ins Sender dürfen. So, geteiltes Leid ist dreifaches oder vierfaches Leid, ich weiß gar nicht, wie viele hier beteiligt waren. Und man hat keine Wasser, das heißt, es ist vielleicht dann. Wie heißt der gute Gesell? Duplo gar nicht mal so die schlechteste Option. Ich hätte halt jemand sowas wie Quickle vielleicht erwartet oder Muschas. Die wenigstens ein bisschen anflixen auf der speziellen Seite. Oh, das gibt's noch ein Eismonster. Ist halt nicht so viel Auswahl, das ist das Problem hier. Oh, scheiße, Energy auch schon wieder leer. Muss wieder Wasser trinken, voll enttäuschend. So. Alles 7 Minuten schon, obwohl es doch 7 Minuten ist, der Part, wie lange das immer geschafft, 2 Trainer in der Arena. Optimal. So muss das nicht. Trainer gibt es insgesamt 5 Stück plus Leiter. Vielleicht noch oben 6. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine gute Zahl, auf jeden Fall, würde ich schon mal sagen. Da gibt es nichts auszusetzen und die hat ein Rosana, genau, das gibt es ja auch noch, aber da, das muss es Duplo, das muss da hinbekommen, komm. Ich brauche hier vielleicht 32 gegen Leiter, wahrscheinlich, ja, ich sage jetzt einfach so mal. Also gegen wen liege ich denn da, mit Kadabra vielleicht sogar, das ist halt riskant. Aber Duplo könnte ich mir fast eigentlich nicht vorstellen, dass es eine gute Idee ist. Weil er kommt safe. Rosana da glaube ich nicht. Wahrscheinlich irgendwie Yugong und Keifel. Also Keifel hat auf jeden Fall, das ist ja klar. Okay, die gehen jetzt wiederum schnell, das ist okay. Da schaut sie erstmal an, wie viel das rumstehen. Dann, sobald wir alle haben, dann kümmern wir uns um die Heilung, dann um Leiter. Ah, Sneeple könnte auch noch sein, also. Ich hab da schon ein bisschen aus, weil Muschas ist noch Typ Wassermono, oder? Das ist immer so eine Frage. Wasser, Wassermono, Wassereis direkt. Ich glaube, es ist noch Wassermono, würde ich sagen. Ja, ist noch Wassermono. Was auch immer das dann hier in der Arena verloren hat, macht trotzdem fucking viel Schaden, Alter. Nein, ich werde auf gar keinen Fall mit Duplo liegen, das geht nicht. Wenn Hugo kommt, dann hat das Safe, ein Surfer, das geht dann. Nein. Einfach nein. Außer ist wiederum wie durch ein Flammenrad sehr viel Schaden fressen. Wahrscheinlich deutlich mehr als Muschas. Jetzt für mehr KP wahrscheinlich ein bisschen bessere Verteidigung, aber eben kein Typen mehr, der das abfängt. Sehr schön. Superschall tut zum Glück auch nicht treffen und Level 32, die ich wollte, sind da. Also falls was... Natürlich auch eine Idee, wieder ein Opfer ins Team zu packen, das man zur Not bringen könnte, aber nee, komm, das machen wir nicht, das ist ein bisschen lame. War dann so spät im Spiel doch nicht mehr nötig, einfach diesen Flammenrad draufhauen. Das ist zu geil. Aber wenn es funktioniert, dann ist da nichts Verwerfliches dran. So, weil die sowieso keine Wasserattacken fahren, juckt mich das nicht.
Der Georg, den haben wir erledigt. Und jetzt kommen wir noch zum letzten hier. Das bist du, oder? Wer ist das? Rutschigen Boden. Ist lustig, ja, ist schon lustig. Ich mag Eisrätsel eigentlich. Vor allem, wenn man sich dabei schlecht anstellt oder noch mehr, wenn man zuschaut, wie sich dabei schlecht anstellen, ist immer höchst amüsant. Es kommt ja auch das erwartete Quickly. Ich werde übrigens mit Kadabra-Lieden, habe ich gerade so im Kopf mir überlegt. Das ist, glaube ich, gar kein so schlecht. Die Ausdauer. Ja, besser als wenn es irgendwie Intensität ist, so rausknallt. Oh, da kommt sogar der Burn, das ist bitter, aber das bringt nichts. So, ruckzuckieb. Das kann ich nicht nochmal Ausdauer drücken, das bringt schon, aber witzig ist, wie oft wir den Burn bekommen und hätten wir gegen Light, da geht's dann wieder, da gibt's die Freezes gegen uns. Das. Ich call's jetzt schon mal. Okay, damit dürfte das dann... Haben wir hier jetzt alle, oder? Keine bösen Überraschungen. Können wir kurz heilen gehen? Dass du jetzt AP auffrischen. KP brauchen wir kaum. Oder keine sogar. Läuft da was nur am Anfang? Das Problem mit diesen Yugongs, die ja Kadabrons vom Leib schaffen sollte. Und danach wechseln wir einen Flagmon. Und wenn es dann immer noch nicht reicht, dann wechseln wir nochmal. In was überlege ich dann spontan am besten? Also Saruman würde ich auf jeden Fall nicht drin lassen. Der ist elementar für das nächste Kapitel des Projekts hier, hoffentlich nächstes Kapitel. So, wohin müssen wir denn da unten auf das Feld? Mal hier hochgehen. Reicht das schon? Das ist echt nicht schwer, da kann man sich echt anstellen. Auch ich habe in meinem Leben viele Erfahrungen gesehen und erlitten. Da ich der Älteste bin, lass mich dir zeigen, was ich meine. Ich war schon mit Pokémon zusammen, bevor du geboren wurdest. Ich verliere nicht gerne. Ich nur bei der Wintertrainer werde meine Macht demonstrieren. Alles klar, macht es. Mal gucken, wie viel Erfolg du damit haben wirst. Der kommt auf jeden Fall sogar wieder in kurzen Hosen, T-Shirt herkommen mit Europ. Das ist kein Eis-Pokémon, das ist eine Plage. Jetzt halt so ein bisschen der Albtraum wäre so ein Eissturm, und so früh jetzt wenn er so früh schon Eissturm rausbekommt. Aber das kriegt zum Glück nicht, weil es Europe Wanted ist. So, und jetzt kommt Yugong zuerst. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genauso wie ich das wollte. Zuerst Yugong. Kann hoffentlich keine Eiseskälte. Das wäre ein super bitchiger Bitch-Move. Wir kriegen die Paralyse. Das ist nicht so elementar, aber das hat wahrscheinlich sowieso irgendwas, womit sie so eine Paralyse befreien kann, dass die Kopfnuss viel Schaden macht, war zu erwarten. Das ist die Frage, weswegen das Keifel reinschicken, wie wir das fortfahren. Das wird wahrscheinlich jetzt erstmal mit... Ah, ich kann es nicht sagen, mit was es kommen wird. Ich muss mal schauen, wie viel Schaden der Prinus von so einem Vogelschlag dürfte das haben oder so nimmt. Weißnebel, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Du bist sowieso... Hauen wir direkt mal mit Surfer drauf. Furienschlag macht 5 Stück. Okay, das ist uncool. Das hätte ich vielleicht doch mal einen Fluch nehmen sollen zuerst. Dann können wir es vielleicht auf 3 reduzieren unter Umständen. Das ist halt ein bisschen eine Roll. Okay, da werde ich gar nichts reduzieren. Hypertrank, ja, das hilft dir nichts mehr. Der Hypertrank aus, das war jetzt gerade eben Max Roll. Jetzt krieg ich zweimal Min Roll, das wäre uncool. Okay, das war eine normale Roll aus. Ja, das war eine normale Roll. Also, wenn er es nicht des Todes crittet oder 5-mal mega hittet. Ja, natürlich hittet er 5-mal. Läuft 12,5%ige Chance mit Crit, also sind wir schon bei Brupp. Chance kann schon wieder, die Wahrscheinlichkeit kann es echt wegschmieren dann. So.
Und Keifel ist damit besiegt. Okay, als Chance für einen Crit aus 1 von 10. Ja, okay, ist immer noch nicht hoch, aber ich glaube 3% ist die. Aber im Endeffekt doch nicht so krass. Ich bin von deinem Können beeindruckt. Mit deinem starken Willen wirst du allen Widrigkeiten in deinem Leben überstehen. Alle in deinem Leben bestehen. Den Eisohren. Bam, bam. Dieser Ohren hebt den Spezialwert deiner Pokémon. Das ist ein alternativer Fakt. Außerdem können deine Pokémon Whirlpool einsetzen, um echte Strudel zu überwinden. Und dies ist ein Geschenk von mir. TM16 Eissturm bereits auch schon angekündigt, könnte ich vielleicht Flegmon beibringen, tatsächlich für Tackle. Dies TM ist Eissturm. Es verursacht Schaden und verringert die Geschwindigkeit. Naja, vor der 8. Arena dann. Ich stelle die Härte des Winters dar. Alles klar, wenn du das sagst, dann wird es so sein. Oh, was ist jetzt los? Professor Lind. Tobi, ich den Dinge. Ich rufe an, weil ich im Radio etwas Seltsames gehört habe. Sie sprachen über Team Rocket. Weißt du was darüber? Vielleicht ist Team Rocket zurückgekehrt. Das wäre nicht auszudenken. Entschuldige, dass ich gestört habe. Pass auf dich auf. Das ist ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass wir doch mal in unser Radio schauen sollen. Und dann mal die Sendeverläufe durchgehen. Und wie wir sehen, haben wir hier nichts auf den Kanälen. Das ist schon merkwürdig. Okay, das ist nicht gut. Ich schalte mal schnell wieder. Professor Eich? Kannst du die Musik hier anlassen wie in anderen Spielen? Oh, voll geil. Okay, reicht, danke. So, ich würde es jetzt sehr gerne ein bisschen selektieren, obwohl vielleicht können wir den Anfang im Radioturm noch mit Pack machen. Aber wir sollten zeitnah aufpassen, mit wem wir da so in die Kämpfe reingehen, also nicht blind und kopfüber. Gut, dass wir das Spiel kennen, weil der Hinweis hier nach Dukatia City zu gehen mit dem Radio, das ist schon bös an Hahn hergezogen. Also, ich weiß gar nicht, wie ich nicht als kleines Kind draufkomme. Ich habe es auf jeden Fall geschafft und ich erinnere mich auch nicht daran, dass da irgendwie monatelang frustriert war. Oder habe ich da einfach meinen Cousin angerufen oder immer früher so einfach angerufen, gefragt, was wie das geht und dann lief das schon. Das war voll cool. Ja, das gibt ja jeder hat irgendwie jemanden, wo er immer nachgefragt hat und. Ja, hier ist Team Rocket am Start. Ja gut. Tun wir gar nicht viel palabern. Im Endeffekt läuft es darauf raus, dass wir uns hier durch den Radioturm kämpfen dürfen. Das ist, ja, super kreativ. So hier, das ist die 8. Arena. Das ist die 7. Arena. Davor war Team Rocket. Oh, und danach darfst du auch Team Rocket machen. Hast du Spaß? Und ich denke mir so, nein. So, was macht das? Routenschlag. Jetzt müssen wir auch ein bisschen aufpassen, wie wir uns da nicht die Verteidigung zu hochzugeben. Das ist ja selten blöd. Ich möchte zum ehrlich sein ja auch die Entwicklung von Pack ein bisschen forcieren. Das wäre gar nicht so schlecht und das reicht sehr gut. Die Entwicklung von Pack und Duplo wäre nicht schlecht. Auf jeden Fall vor der 8. Arena, ganz klar. Aber da werde ich vor der 8. Arena werde ich auch Derpy entwickeln. Das könnte da mit Flegmon reinzugehen, das wäre Wahnsinn. Also Lahm ist auf jeden Fall, was ich bis zum Ende vom Projekt geplant habe, im Team zu behalten. Das wäre dringend notwendig. Es ist einfach so viel, das tut so viel Tank das weg, das ist so gut. Also auf jeden Fall, wenn jetzt irgendwas kommt, was böse Attacken beherrschen könnte, dann schauen wir mal schleunigst rauskommen. Also dass der Tauboga schleunigst rauswechselt oder fliegen geht. Das wäre ziemlich riskant. Oh, ich bin schon wieder an dieses komische Ding gekommen. Ich nehme Abstand davon. Arbok, ja gut, das wird kein Finale können. Das kann höchstens. Was kann das überhaupt? Kann das überhaupt was? Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht so. Fliegen! Oh, Giftstachel, auch uncool.
Aber ich sag's mal so, verkraftbar. Vor allem ohne Bedroher ist es nur halb so gut und Giftblick vergift nicht, sondern paralysiert. Das ist so die lähmende Wirkung des Gifts. Lernt man auch noch was dabei, wenn man halt weiß wie. Aber die Sache, man kann bei vielen Sachen ein bisschen was lernen und muss halt wissen warum. Und das ist immer ein interessanter Punkt, dass man... dass viele wissen, wie etwas funktioniert, aber nicht wissen warum. Das ist gerade... Mathe ist ein gutes Beispiel immer, aber das... Bericht werde ich vielleicht auch mal im Platin-Part intensiv ansprechen. Vielleicht auch mit einem Gast mal, obwohl ich glaube, ich bezweifle, dass da ein Gast findet, der das gescheit mir bereden kann. Ohne es böse zu sein, aber... oder ohne sich irgendeiner der Community irgendwie doof darzustellen. Ich würde doch mal bezweifeln, dass da Leute gibt, die über die Kompetenz verfügen in dem Fall. Über das Thema zu sprechen, ja gut. Dafür gibt es andere Themen, über die ich wahrscheinlich alleine nicht gescheit reden kann. Das ist nicht euer Ernst, ihr 1 Milliarden Radfratzen gegen Schickmittel macht und oh, kein Sandfall, ich wollte Windstoß machen. Triff einfach nicht mit deiner Attacke. Oh, Energiefokus, oh nö. Das ist wieder riskant, ne? Okay, dann nehmen wir Ruckzuckhieb, kein Crit. Okay. Jetzt hochrechnen mal 4, das sind 28, ja, okay, passt. Hat Ruckzuckhieb gespammt, oder? Ja, wunderbar. Und hier diese 1 Milliarden Radfratz, will dann derer wir uns irgendwie entledigen müssen. Ja, deine Energiefokus-Taktik ist zwar gut, aber wenn ich mit Ruckzuckhieb komme, wird dir nicht allzu viel helfen, würde ich mal vermuten. Weiß ich nicht, warum ich hier immer noch auf Windstoß gehe. Ruckzuckhieb wäre nicht genauso gut, aber na egal. Interessiert ja keinen im Endeffekt. Sehr gut, sehr gut. Oh, ich freue mich schon, wenn wir echt Taubos bekommen sollten. Das wäre schon ein kleines Highlight im LP, genauso wie Tanupto und Lamus. Dann ist nämlich das Team echt. Die beiden Knoll 2 können wir nicht in Endentwicklung bringen. Das ist für mich auch schon ein Kriterium, warum die eventuell ausscheiden könnten aus dem Team. So, Ruckzuckhieb. Wechseln wir Pack mal aus der Spitze raus. Wenn jetzt alle auf Überzahlen gegangen wären, wäre das natürlich ein bisschen uncooler geworden, aber so ganz entspannt. So. Da fehlt uns noch Rocky. Möchten wir dich jetzt schon bringen? Machen wir erst hier noch ein bisschen was für die Duplo-Evolution, versehen wir noch ein bisschen. Keine Sorge, Rocky wird schon noch genug Screentime kommen, bekommen und aufholen können. Aber was mal cool wäre, ein Knocker, da hätte ich gerade Lust drauf. Schönes Knocker mit Schaufler. Obwohl Schaufler mal schon weggegeben. Aber die haben vom Level her sind die auch gar nicht mehr so schlecht hier aufgestellt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht so schnell hinten dran geraten. Oh, Superschall, das ist eklig. Bevor es hier noch mehr Ärger macht, holen wir schnell Robin rein. Da fängt nämlich alles gut ab. Vor allem Blutsauger und solche Späße, Flügelschlag und Biss auch. Also alles okay. So, komm, mach mal Blutsauger. Holen wir es in 1 KP wieder zurück. Das sollte reichen, auch wenn es doppelt nicht effektiv ist. Wunderbar. Kommt das nächste Zubat. Ja, also wir sehen bei Team Rockets Slimer plus Entwicklung möglicherweise, Smogon plus Entwicklung möglicherweise, Zubat plus Entwicklung, Radfratz plus Entwicklung, Rettern plus Entwicklung. Mehr haben die halt echt nicht zu bieten in dem Fall gerade. Das ist ein bisschen enttäuschend, aber gut. Diese Musik wird so overused hier, das ist zu krass. Ich überlege gerade, wir haben bald noch so einen komischen Rivalenkampf davor vor der Nase. Das sollten wir auch ein bisschen noch uns mal drauf vorbereiten, vielleicht. Bald heißt in dem Fall sogar ziemlich bald. Was braucht man denn da?
Das ist das Problem, Tyrakrok hat vielleicht schon den Bagato und ein bisschen Pech, glaube noch Tyrakrok. Was haben wir dagegen? Fehlen so ein bisschen die Optionen, würde ich sagen, weil Biss ist ungut für Flakemon. Was hätten wir dann noch? Da müssen wir ein bisschen was überlegen. Pflanzenmon wird mir nicht schlecht, ansonsten halt X-Bat ist natürlich gut. Tauboga wird nicht so einen schlechten Job machen, nehme ich mal an. Zumal es nur Aquaknarre können, wird noch keine Hydro-Pumpe. Ja. Oh, ein Burn. Nice. Oh, sehr nice. Vor allem, wenn die Attacke kommt hier. Ich hätte auch Schaufel machen können, hätte ich keinen Burn bekommen. So, zack, 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 Schaufel. Okay, so versucht es nochmal mit Komprimator. Nein, keine Sorge, der Pixel wird nicht noch kleiner. Was auch immer gedacht hat, das wäre eine gute Idee. Und jetzt kriegt das Slime und kriegt den Schaufel ab, oder wie? Sehr nice. Sehr nice. Aber es darf leider angreifen. Okay, naja, haben wir immer schon mal guten Schaden auf Slime bekommen, auch nicht schlecht. Und jetzt greifen wir zu den speziellen Attacken da, logischerweise. Auch wenn das Slime mit einem Verteidigungsboost durchaus gut drauf ist. Wie lange ist der Part eigentlich schon? 26 Minuten? Jesus Christus. Dann würde ich sagen, beende ich direkt mal. Oder ja, komm, machen wir beim nächsten Mal weiter mit Rocky deinem Lied. Ich freue mich auf euch. Bis dann und ciao.